Gibt es doch noch Hoffnung, dass wir einen Teil unseres Geldes von Juicy Fields zurückbekommen? Es gibt ein paar News, die ich heute mit euch teilen möchte, wo es genau darum geht. Und ich zeige euch auch, wie ihr das beantragen könnt. Und ja, hoffen wir mal das Beste. Vielleicht ist es ja ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Ich möchte vielleicht ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass ich vor kurzem schon ein Video zu Juicy Fields gemacht habe, hier vor 9 Tagen, wo ich so ein bisschen den Stand der Dinge erkläre, dass man sich wieder einloggen kann und was auf der Plattform wieder möglich ist. Also wenn du da nicht up to date bist, check vielleicht erstmal dieses Video, da gibt es dann nochmal eine Übersicht. Und bevor wir dann jetzt zu Juicy Fields eigentlich kommen, möchte ich auch noch auf was anderes kurz hinweisen. Mir wurde nämlich diese Seite gerade von einem Kollegen empfohlen, Bean Machine. Das ist ein typischer BNB-Miner. Das heißt, man zahlt hier BNB ein. Ich in meinem Fall habe jetzt 0,1 BNB eingezahlt und habe dadurch diese 101 Miner bekommen. Und der schüttet am Tag 8% Rewards aus. Das ist also ein ganz, ganz vernünftiger Wert. Der Link, um hier hinzukommen, ist in der Infobox wie immer. Das Teil hat jetzt etwas über 400 BNB und ja, die Gerüchteküche sagt so, dass 1000 BNB auf jeden Fall drin sind. Das heißt, man wäre jetzt noch relativ früh dran. Aber ganz wichtig, seid bei Minern immer mega vorsichtig, da kommt es immer auf das Timing an. Das heißt, überlegt euch gut, ob ihr da investieren wollt, ob sich das lohnt. Ich zeige hier einfach, was mir so gezeigt wird und was ich so mache. Man sieht ja hier, ich habe selber ein bisschen was investiert, nicht den ganz großen Betrag, das sind etwas über 20 Euro. Ja, wie ihr wollt, ich zeige es einfach. Gut, also hier dann nochmal Juicy Fields. Was gibt es jetzt Neues? Wenn wir auf Updates gehen, sehen wir zwei Sachen. Einmal gibt es hier die Möglichkeit Claim Your Refund, da kommen wir gleich drauf. Und die Neuigkeit, dass die Insolvenz jetzt tatsächlich erklärt wurde. Und zwar kann man hier auf diesen Link klicken und kommt man dann auf diese Benachrichtigung. Ja, und da steht dann halt letztendlich, ja, Insolvenz von Juicy Fields ist jetzt letztendlich erklärt. Das ist die Juicy Fields BV, also die niederländische Juicy Fields. Und hier gibt es auch die Dossiernummer dazu. Also das Thema scheint jetzt durch zu sein. Das Gute daran ist, dass jetzt diese Insolvenz erklärt ist, wir können jetzt als Investoren und damit als Gläubiger auftreten und sozusagen Geld zurückfordern. Wenn man auf der Juicy Fields Homepage nochmal schaut, gibt es ja hier oben diese einmal Stoned Balance. Diese Zahl 4.190,50 Euro ist das, was ich eigentlich auf meinem Konto jetzt hier hätte, wenn meine ganzen Pflanzenverkäufe stattgefunden hätten und so weiter. Diese andere Zahl, der Refund-Amount, diese 364,50, sind der Betrag, der mir sozusagen laut deren Kalkulation zusteht. Das ist die Differenz zwischen dem, was ich eingezahlt habe und im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate ausgezahlt habe. Das stimmt in meinem Fall meiner Meinung nach nicht, weil das eigentlich in meinem Fall ein negativer Wert sein müsste. Ich habe nämlich mehr ausgezahlt, als ich eingezahlt habe über die Zeit. Sei es drum. Ich habe keine Ahnung, wie die das berechnen. Wenn ich mir da den historischen Verlauf anschaue, stimmen da einige Sachen nicht. Ist aber vielleicht an der Stelle jetzt auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, man kann den Betrag zurückverlangen. Und zwar gab es ja schon länger die Möglichkeit, hier Refunds von Juicy Fields zurückzufordern. Man konnte hier draufklicken, können wir auch kurz mal machen. Und dann sieht man, das ist jetzt eingestellt. Wahrscheinlich eben, weil dieser Insolvenzprozess jetzt gestartet hat. Und die sagen, ja, 52 Leute haben tatsächlich was zurückbekommen in einer Größenordnung von etwas über 250.000 Euro oder Dollar. Wenn du einer von denen bist, schreib das gerne hier in die Infobox. Ich glaube, das würde die Community auf jeden Fall interessieren, ob es da mehrere Leute gibt, die wirklich sagen, ja, hat funktioniert, mir wurde da was zurückbezahlt. Was man auf jeden Fall auch machen kann jetzt, ist eben diesen Refund zu claimen über den Insolvenzverwalter. Und zwar kann man einfach hier hinklicken. Dann kommt man auf diese Seite. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, der Insolvenzverwalter. Es geht hier eben um die Insolvenz von Juicy Fields BV. Und hier musst du eben deine Daten eintragen. Also deinen Namen, Wohnort, Banknummer, also die IBAN, E-Mail-Adresse, Adresse, Postleitzahl, nochmal deinen Wohnort und das Land. Und dann kannst du das hier submitten, also einreichen. Daraufhin bekommst du eine E-Mail mit einem Link, da kannst du draufklicken und das wird dich dann zu einer weiteren Seite von SFV führen, wo du noch ein paar Angaben machen kannst, unter anderem wie viel du denn zurückforderst. Ich habe eben diesen Betrag hier zurückgefordert, die 364,50
Und ja, wenn das gemacht ist, dann ist der Prozess im Gange und im Prinzip läuft dann deine Rückforderung. Ob das jemals funktionieren wird, kann ich natürlich nicht sagen. Kann dir, glaube ich, keiner sagen. Trotzdem ist es natürlich eine Möglichkeit und zumindest mal, ich habe mir dieses SFV Online noch mal ein bisschen angeschaut. Das sieht aus meiner Sicht jetzt erstmal seriös aus. Also man kann es hier, wenn man runterscrollt, sieht man, die haben ein normales Impressum, die haben eine Privacy Policy, es gibt eine Telefonnummer. Das macht aus meiner Sicht erstmal alles Sinn, was man hier so sieht. Das heißt, es ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Ob das funktioniert oder nicht, wie gesagt, das kann dir keiner so richtig sagen, aber probier es, wenn du magst, gerne mal aus. Und auch hier informiere mich bitte gerne über einen Kommentar hier oder indem du dich per Telegram meldest, ob du das gemacht hast und ob das für dich funktioniert hat. Würde mich sehr interessieren und wäre sicherlich auch für die Community interessant. Ja, darüber hinaus läuft diese Juicyfield-Seite derzeit wieder, was ich auch ein bisschen schwierig finde. Das heißt, wenn die insolvent sind, wie können sie dann gleichzeitig hier im Business sein? Das heißt, wir können es mal leer machen hier. Man kann diese Pflanzen hier kaufen, verschiedene Cannabispflanzen mit verschiedenen Wachstumsperioden, verschiedenen Mengen, die da geerntet werden können und dadurch eben verschiedenen Gewinnen, potenziellen. Und ja, wir können mal spaßeshalber einfach mal eine hinzufügen. Und dann sieht man, dass man die leider eben nicht von dieser Balance hier zahlen kann. Also nicht von diesen 4.190, weil das wäre natürlich gut, dann könnte man das einfach reinvestieren und schauen, was passiert. Aber das funktioniert leider nicht. Also das müsste man neu bezahlen. Ja, das mache ich natürlich nicht, weil das natürlich jetzt nicht gerade sehr vertrauenserweckend ist. Auch die Tatsache, dass aus den 60 Euro hier innerhalb von diesen 108 Tagen 72 werden, ist im Vergleich zu anderen Cannabis-Anbietern sehr optimistisch. Also zum Beispiel Plants hat einen Return of Invest von, glaube ich, über einem Jahr, was mir realistischer erscheint, während das hier halt eben in 108 Tagen sein soll mit Gewinn, halte ich für schwer vorstellbar und ist sicherlich kein Invest, was ich nachvollziehen werde. Was mich auch interessieren würde, ist, wenn sich jemand mit Cannabis, also sozusagen den Pflanzen als solches auskennt, ist das, was die hier anbieten, ist das realistisch? Das heißt, sind diese Wachstumsperioden realistisch und auch die Harvestmengen, sind das Zahlen, die für jemanden, der sich im Feld auskennt, vernünftig klingen? Das würde mich ebenfalls ziemlich interessieren. Und also gerne in die Kommentare oder per Telegram melden. Und dann nochmal in den Updates vielleicht ganz kurz. Es gibt jede Menge Informationen jetzt hier. Also neben dieser ganzen Refunding-Geschichte fand ich noch sehr spannend. Hier gibt es ein Verzeichnis. Da kann man sich gerne mal durchklicken. Wirklich zu den diversen Dingen. Also zum Janssen Grow findet man was. Zur Juicyfields AG in Deutschland oder der Schweiz. Zu diesem ganzen Komplex um LC Med, alles mit dieser Luxburg-Geschichte. Also wirklich sehr viel Information. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr darauf Lust habt, wenn euch das interessiert. Das ist sehr detailliert. Ist ganz spannend, dass Juicyfields das tatsächlich hier als solches zur Verfügung stellt und dass man sich das anschauen kann. Ja, und das soll es für heute eigentlich auch gewesen sein. Ich freue mich auf euer Feedback dazu. Würde mich interessieren, wer hier Refunding beantragt hat und vor allem bei wem das funktioniert hat. Sobald ich dann eine Antwort bekomme, mache ich auf jeden Fall ein Update-Video und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.